So, wir sind jetzt hier wieder im Wald angekommen mit unserer Nikos Tüte und schauen wir mal ganz schnell, was wir haben. 3 Diablo-Raketen. Ist auch schön dunkel. Dann hier ein paar Five-Raketen. Dann was sehr Schönes, und zwar eine Goldbatterie. Eine Libelle. Einen Night Navigator und allerhand andere Sachen. Hier sehr schönes King Cobra von Fire Event, Paco Magma, nochmal Booster Böller, bisschen Klasse 1. Fangen wir mit den leiseren Sachen an und arbeiten uns dann hoch. Und also das Finale wird die Batterie sein. Ja, viel Spaß beim Video. Fangen wir an mit den Knisterraketen von Leslie. Wow. Und gleich die nächste. Genau, da sind wir. Ah, komm, nimm. Ja, genau, war das. Und noch schnell die letzte. Ohne Cracklinge diesmal. Und machen wir auch gleich weiter. Und zwar jetzt die hier von Leslie. Moment. So, zünd mal an. Hier nochmal eins. Machen wir weiter auf einmal. Hat leider nicht funktioniert. Und noch die letzte. Und noch die von Panda, die zwei. Ich würde sagen, machen wir wieder auf einmal. Okay, 3, 2, 1. Nice. Machen wir weiter mit einem kleinen Klasse 1 Artikel, dem Magic Spin Wall vom Panda. Toll in die Wiese geflogen, aber egal. Ganz nett. Das raucht ganz schön. Da ist er liegen. Mal gucken, ob der Magic XXL Magic Spin Ball vom Panda besser funktioniert. Wenn er sich überhaupt dreht, die drehen sich ja eigentlich sowieso nie. Er ist ausgegangen. Gucken, ob er nochmal geht. Jo, er geht nochmal. Und auch der ist in die Wiese geflogen. Echt lautes Pfeifen. Ja, also auch ein schöner Klasse 1 Artikel. Machen wir mal weiter mit dem Klappautermann von Keller. Ja, sehr schön. Und wir packen jetzt mal die Magma-Vulkane aus und dann melden wir uns wieder. So, machen wir jetzt weiter mit dem Magma-Vulkan. Einmal in grün und einmal in rot. Okay, 3, 2, 1, los! Sehr schön für Klasse 1. Also ich, wie ich finde, immer wieder schön für Klasse 1. Und machen wir gleich weiter mit den Böllern. Und zwar haben wir hier, was haben wir hier noch? 2 Booster D.
wir zünden die einfach mal wieder zusammen. Würde ich sagen, werf einfach mal, wenn du soweit bist. Ja, schöner, dumpfer Knall, aber laut. Und machen wir gleich noch den zweiten. Also ordentlich, wie ich finde. Wenn man sie noch kriegt, wie gesagt, gerne kaufen. Kaufempfehlung. Machen wir gleich weiter mit ein paar Vögeln, würde ich sagen. Weiter geht's mit einem Night Navigator von Leslie. Und da kommt er wieder runter. Und machen wir gleich weiter mit einer Libelle von Pyroart. Hoffentlich wird die auch so schön. Ja, naja, hat er wohl nicht so viel Power. Und machen wir weiter mit ein paar Moskitos. So, Moskitos. Moskitos sind immer schön, wie ich finde. Lass uns einfach mal auf einmal anmachen. Okay. Bereit? Los. Nice. Machen wir noch mal einen alleine. Hier haben wir noch ein paar. Ja, immer wieder schön, finde ich. Jetzt werfen wir mal einen. Okay, leider nicht funktioniert. Rein. Zünden wir einfach mal die ganze Packung weg. Und machen wir nochmal so als Finalschlag jeweils eine. Oder mal mit drei. Wir versuchen es mal mit drei. Ja, oder einfach so. Genau. Okay, zünd an. Zünd mal an. Sehr schön. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt dreimal die Starkids von Moog Nico. Okay, nur zweimal. Egal. War auch schönes Jungfeuerwerk, ich finde. Und noch hier den letzten. Ja, auch schön. Machen wir hier mal einen dicken Brummer. Ah, ganz knapp an den anderen Lachen vorbei. Okay, machen wir den Knatterball. Oh, nicht so gut. Und machen wir mal hier einen Nico's Twop. Ja, ist recht hell, erkennt man jetzt gerade leider nicht mit der Kamera. Ja, kurze Brenndauer, sind die etwas schlechteren. Schauen wir mal, was jetzt hier besser ist. Wir machen jetzt mal zweimal Keller Leuchttaler. Und danach, oh, nur einen geschafft, egal. Oh, der ist unter die Pappe geflogen. Dann machen wir jetzt doch noch den zweiten. Ah ja, der ist schon deutlich heller. Sehr schön.
So, und jetzt mach hier noch den Glühwürmchen von Pyroart. Mal gucken, ob der besser ist. Naja, ja. Bisschen schwächer, aber auch gut. Gut, dann machen wir gleich weiter mit den letzten Böllern, die wir noch haben. Und dann steigern wir uns zu den Raketen und so. Bis gleich. Machen wir weiter mit den Reibern von Pyroart. Ja, naja. Nur noch einen. Ah, naja, noch ein. Naja, nicht unbedingt so gut. Machen wir nochmal hier Nico. Brauchen immer ewig zum Angehen. Erfahrungsgemäß. Deutlich besser. Der war auch schon besser. Machen wir mal noch einen. Und jetzt noch auf einmal. So, ganz gut. Und machen wir noch drei Harzer. Wunderschöne Reibefläche, ich kann es nur immer wieder sagen. Deutlich besser. Ja. Und noch einen zum Schluss. Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem King Cobra. Kommen wir nun zum King Cobra, den wahrscheinlich besten Böller Deutschlands. Ich habe ihn noch nie gezündet, also ich bin gespannt, was er kann. Alter! Machen wir weiter mit einem schönen Weco Schocker. Wow! Ja, durchgezündet. Aber es war sehr nice. Als kleines Vorfinale jetzt drei Diablo-Raketen von Jorge. Hier haben wir die White Glittering. Ja, ganz nett. Und machen wir weiter mit einer roten. Ob die irgendwie stehen bleibt. Ja, okay, machen wir einen kurzen Cut. Und weiter geht's mit der roten. Ja, auch nicht schlecht. Und machen wir noch die lilane, die Multicolor. Ebenfalls eine JR4 von Jorge. Und bitte zünden. Ja, schön lauter Zerleger. Und jetzt kommen wir noch zum Finale. Und zwar einmal hier die Leslie Gold Batterie. Eine sehr schöne kleine Batterie. Ist sie noch festgemacht mit Tesafilm. So, jetzt müsste sie rauskommen. Immer noch nicht. Wieso nicht? So, jetzt aber. Da haben wir sie. Gold von Leslie mit 50 Gramm NEM. Die jetzt aber trotzdem in sich, finde ich, für die Größe. Viel Spaß. Damit sage ich tschüss, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.